Ja. Alter. Verkohltes Fleisch. Lecker Kopf. Oh, guck mal! What the fuck? Guck mal, guck dir das mal an! Meinst du, da hilft was Feuer? Ja, kann sein. Bruder, der hat richtig. Die haben richtig Bock auf mich. Wenn die Spinne springt, sind wir halt am Arsch, ne? Nee. Also. Oh. Einfach mit dem... das war meine Rüstung. Einfach mit dem Katana runter. Ich hole mir mein Katana, das hängt noch an der Wand. Okay. Ich wollte eigentlich ein neues Katana holen und das als Deko da lassen, aber keine Lust gehabt, mir ein neues zu holen. Am geilsten wäre es halt einfach an jeder Wand so ein Katana hängen. Oh Junge, nur noch das eine Feder, dann kann ich mit zwei Rüstungen direkt holen. Ein Zoo? Ja. Welches? Tentakel. Oh. Das zweite Tentakel bekämpfe ich gerade. Hört immer noch keine Ausdauer, ne? Hm. Trink ein Soda, dann hast du wieder welche. Zwei Rüstungen. So, Fetti. Oh oh. Hallo. Willkommen bei 1 und 1. Er macht Body Slam, pass auf. Na? Komm hier. Komm her. Waren das nicht gerade eben noch zwei Spinnen? Also eine ist glaube ich abgehauen. Ne, die eine haben mehr getötet. Achso, ja. Danke! Das ist so fetter Disrespect. Ich finde den Kopf ganz nice. Oh Gott! Schnell, spring hoch, spring hoch, spring hoch. Habt ihr den Body Slam verlernt oder was? Ich werde hier rumgereicht, Alter. Es ist so schlimm. Ich lenk gerade das zweite Baby ab, also. Oh. One hit. Junge. Oh, die Rüstung lasse ich mir so gut gehen, ey. Ja, ne? Es ist halt so viel Rüstung. Und das Gute ist. Junge, guck dir mal diesen leicht. Guck dir mal diesen Kopfhaufen an, Junge. Diese Psycho-Lache gerade. Einer noch. Ja, weg. Wo ist die? So, jetzt. Ich baue schon mal ein paar Kopfhalterungen, ne? Jo. Hackst du schon mal ein paar Köpfe ab?
1. Ich tue dir alle in mein Erdgeschoss, so an die erste Wand, die man da sieht. Darf ich einen haben? Ja, klar. Oh, ja, Mann. Da kommt sowas von bei mir an die Hauswand. Vorne. Ja, so an die Tür. Fuck, ich muss mir noch mal kurz Stöcke aus meinem Stocklager holen. So als Klingel. Dafür habe ich ein Eichhörnchen. Holy fucking shit, Junge. Wir haben uns gerade sowas von diese Köpfe verdient. Aber auch wie, ne? Ey, warte mal, wenn ich mein Katana an die Wand hänge und da noch Blut dran hängt. So. Sieht man das Blut dran? Und von was hast du den Kopf genommen? Von dem fetten Baby, okay. Ja. So, den zweiten fettes Babykopf habe ich. Oh ja! Yeah. Ey, ich hole mir gleich ein neues Katana. Man sieht das Blut an dem Katana noch. Alter, geil. Nein! Nur noch die beiden Babys sind da. Ja. Scheiße. Oh. Oh. Aber ich hab ja die Folge als Beweis, dass wir gegen die ganzen Gegner gekämpft haben. Mann, jetzt habe ich extra so ein paar geile Armhalterungen, also Kopfhalterungen gemacht. Jetzt habe ich 8 große Viehköpfe da, aber habe irgendwie hunderte von denen besiegt, gefühlt. Die Fetten ging ja echt richtig easy, Digga. Ja, ne? Die machen auch kaum Schaden. Ja, ne? Die rennen ja nur weg. Ja. Die sind halt nervig, weil du halt so lange nicht angreifen kannst, aber sonst. Oh, ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Oh, biet den Kopf, Alter. Alter, diese Kopfsucht. Oh, ja. Ey, Treibstoffkanister. Oh, hallo Mensch, wie geht's dir? Batz, batz, batz. Bei mir sind auch noch gerade 2 abgehauen. Hallo, lass mich in Ruhe, nur weil ich die Haut von euren Vätern und Müttern anhabe. Okay, nee, das sind zu viele. Okay. Das wird mir eindeutig zu bunt. Bei uns unten sind auch nochmal 2. Ich baue mir jetzt einen zweiten Kopfhalter, Junge, und dann... Also einen vierten, meine ich. Dann hänge ich da noch mal ein bisschen Rüstung auf. Ja, meine ganze Rüstung ist gefegt. What the fuck? Nee, jetzt reicht's, ich sterbe. Digga, alle Rüstungsteile weg. Und die Türen bei uns an der Mauer. Warum kriege ich jetzt eine Benachrichtigung, dass du The Forest spielst? Jonas. Wahrscheinlich bekommen, weil ich gerade bei Steam kurz als offline angezeigt wurde. Okay. Oh. Mein Kopf ist despawned. Yeah. Egal. Und warte ich ab, bis der nächste Kopf kommt. Sonst warte mal. Köpfe von normalen Leuten kann man doch auch dafür benutzen, oder? Dafür ist zwar eine andere Haltung, aber ja.
Könnt ihr deine Überraschung gar nicht mitbringen. Scheiße. Was wäre die denn gewesen? Auf ganz süß und nett ein, wie heißt der Kopf? Echsenkopf. Ui. Du brennst. Ist mir jetzt selbst nicht aufgefallen. Anakin, du brennst. Das wär's in Star Wars Episode 3 gewesen. So. Ich hasse euch. Anakin, du brennst. Ja, könntest du mir helfen? Ja. Ich könnte es in Betracht ziehen, ja. Wo bist denn du? Ich sehe deinen Namen gerade nicht. Ah, da bist du. Heil. Du hast eine Knochenmaske an. Ja? Ey, mach ein Bild von. Warte. Du bist ein Carlos mit einer Knochenmaske. Warte, guck mal. Verschmiert in den Händen und eine Machete. Guck mal ein bisschen weiter nach oben. Ja. Oder? Da bist du. So. Was willst du? Hab's dir per WhatsApp geschickt, Junge. Ich will nicht. Bist du? Nein. Ist mir egal, ich möchte nicht. Tschüss. Wer war das? Meine Schwester will, dass ich mit in den Pool komme. Ich habe auch keinen Bock. Ja. Nice. Bei der Hitze? Elena, schick mir das Bild, wo wir auf der Feier waren da. Bei der Schule da. Dieses Bild, was wir da zusammen gemacht haben. Meine Mutter soll mir auch mal die ganzen Klassenbilder schicken. Ein paar hab auch ich, glaube ich. Ich meine, in meiner Playlist, also ich habe ja so eine Galerie, in der Galerie habe ich so ein Dings erstellt, wo halt Bilder von uns allen sind, ne? Also von dir, Özge, Lennart und mir. Ah, mein Vater hat mir das geschickt. Und ja, ich sag mal so, fast 200 Bilder. Naja, fast 200 ist übertrieben. 126.
Jonas. Ja. Wir sind beide Idioten, oder? Wieso? Ich meine ja, aber wieso? Hast du Lust, in Stockduster, alles dunkel, einen Katana zu holen für mich? Mit mir? Ich tu mir kurz mein anderes Katana weg und vielleicht auch ein paar andere Sachen. Kettensäge. Zack. Fuck. Wieso ist dieser Waffenschrank so schnell voll, Junge? Warte, nee, das. Wieso kann ich einen Stein in mein Waffenregal stellen? No way. Erstens, ich höre gerade ein Spinnenvieh. Zweitens, ist gerade meine Machete einfach verschwunden. Aber nicht. Nee, das ist gerade wirklich einfach verschwunden. Ach, die Steinmauer ist ja wieder errichtet worden. Ja, die habe ich wieder hergestellt. Da unten ist irgendwo ein Spinnenvieh. Kann ruhig da bleiben. Komm, wir gehen. Boah, ich habe gerade keine Ausdauer. Energy. Wow. Energy? So da. Ah. Ne. Die sind giftig. Das waren die roten Bären, die sind giftig. Vogelbären. Boah, ich hab mich gerade vor dem Stein erschrocken. Jonas, 17 Jahre alt, erschreckt sich von einem Stein. Egal, jetzt habe ich wieder volle Ausdauer. Ach, halt die Fresse auf, so zu lachen. Oh. Ich habe keine gute Waffe, ne? Also. Wir haben uns eingepasst. Verkackt. Ja, lass einfach weglaufen. Hier. Aua! Aua, Fallschaden. Komm schon. Ich versuch die. Warte. Los. Ah, keine Höhle. Nee. Hier vorne, oder? Ich weiß es nicht. Hier war das. Irgendwo hier oben müsste das sein. Da waren wir gerade. Echse. Scheiße. Wir müssen jetzt eh nichts. Vielleicht war das weiter hinten. Nein. Weiter vorne, ja. Meinst du? So weit vorne war das doch nicht. Ja, aber so weit hinten auch nicht. Den Fehler habe ich auch gemacht. So auch eigentlich was höher, oder? Ja. Sind eigentlich die Gegner, die sind irgendwie jetzt auch schon wieder weg. Ich meine, ich freue mich, aber. Oh fuck! Ich verhungere gerade.
Hä? War das vielleicht da? Das sieht ein bisschen so aus. Ja. Ja, da. Oh, oh Gott. Und tschüss. Hi. Ich lock die eben zu mir. Ne, ich bin bereits hier drin, also. Und hänge. Oh, zack, geleckt. Los, 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 einfach rein, einfach rein, einfach rein. Oh Gott. Oh. Stoff. Stoff nehme ich immer. Endlich Stoff. So ein Outfit. Es ist kein Anzug. Boah, ich war gerade zu meinem Katana greifen. Aber ich das habe ich ja nicht hier. Das ist schon kacke, wenn man die Waffe, die man die ganze Zeit benutzt, auf einmal nicht mehr hat, ne? Ja. Oh, Geld! Ich bin Millionär, Alter! Oh, endlich wieder essen. Ganz unnötigen Soda trinken, weil ja genug Soda liegt. Oh, Medikamente, wie wichtig. Dann nochmal Kettensägentank. Ich meine müsste ein bisschen. Ich kann gerade nicht sehen. Ich habe meine eben da hinten gelassen, also von daher. Ja, man kann das Gas nochmal wechseln. Ah, doch. Ja. Geil, Alter. So. Damit spende ich auch die heutige Folge. Bis dann noch eine wunderbare Zeit. Möge dem auch mit sein. Servus.